Hallo ihr Lieben, heute bin ich wieder unterwegs und zwar geht es diesmal in die Gutensteiner Alpen aufs Kieneck hinauf auf 1107 Meter. Da ist dann die Enzianhütte und ich bin schon sehr gespannt, wie anstrengend die Tour wird. Wir werden es dann sehen. Also bis nachher. Wir gehen ja jetzt über den Enziansteig hinauf und das ist schon relativ steil. Also ich bin gespannt, ob es die ganze Zeit so steil ist oder ob sich das abwechselt. Ich glaube schon. Boah, der schaut so kostlich aus. Boah, der ist riesig. Gott, der geht auf mich zu. Bis jetzt, muss ich sagen, war es ziemlich steil. Aber jetzt auf einmal ist der Weg flach. Ich weiß noch nicht, wie lange er so bleiben wird. Aber hier ist es sehr angenehm. Natürlich ist es nur kurz bergab gegangen. War eigentlich eh klar. Und jetzt geht es wieder bergauf. Aber nicht mehr ganz so steil, wie wir es schon hatten. Der Weg ist jetzt sehr angenehm zu gehen und ich glaube, ich sehe jetzt auch schon die Hütte. Wir sind jetzt schon relativ hoch oben, aber schaut mal, wo die Enzianhütte ist. Da auf der rechten Seite auf dem Berg. Das müsste die Enzianhütte sein. Also ist schon noch ein Stück. Im Video wird man es wahrscheinlich nicht so sehen, aber es geht schon noch ziemlich steil hinauf. Ich weiß nicht, ob ihr da oben die blaue Markierung seht. Also es sind schon noch einige Höhenmeter. Wir haben es geschafft, wir sind endlich auf der Enzianhütte, auf 1107 Meter und die Aussicht ist fantastisch. Das links da, hier, wo, da,
Das da müsste der Schneeberg sein. Also wie ihr gesehen habt, ist die Aussicht vom Kineck wirklich wunderschön und auch jetzt so mit Sonnenuntergang. Aber das kann ich euch natürlich nicht empfehlen, weil wir werden jetzt wahrscheinlich im Finstern runtergehen. Also nicht wahrscheinlich, wir werden im Finstern hinuntergehen. Ich weiß es jetzt nicht auswendig, aber wir sind sicher länger als 2 Stunden raufgegangen. Also das solltet ihr wirklich genug Zeit einplanen. Und wir gehen jetzt über den Matrassteig und dann den Viehgraben hinunter. Das heißt, der Rückweg ist ein bisschen anders. Also ist anders als der Hinweg. Und ja, wenn es finster ist, ist das natürlich dann nicht so gut. Circa 5:30, schon ziemlich finster, wie man sieht, also eigentlich stockdunkel. Und der Matrassteig ist ziemlich schwer zum Gehen, weil er geht ziemlich steil hinunter über einige Wurzeln und es sind so wie Treppen hinunter. Aber er ist halt rot-weiß-rot markiert, also man findet schon den Weg. Und wir machen uns jetzt weiter hinunter. Also man sieht leider nichts. Seit einiger Zeit ist der Weg jetzt schon ziemlich flach, sehr angenehm zu gehen. Einfach immer grad. Und er ist auch rot-weiß-rot markiert. Also es ist nur das erste Stück beim Matrassteig steil bergab. Also so steil bergab war es eh nicht, aber durch die Dunkelheit war es halt ein bisschen eine Herausforderung. Also wie gesagt, ich würde euch das nicht weiterempfehlen. Aber für uns, wo wir jetzt in dieser Situation sind, ist es eh zu machen, dank Handylicht. Die Sally hält auch immer noch brav durch. Ihr könnt sie jetzt nicht sehen, Sally. Komm mal her. Ja. Ja, die schaut mir gut an. Habt ihr Blair Witch Project gesehen? Wenn ja, solltet ihr in so einer Situation nicht an diesen Film denken. Wir sind nämlich wirklich sehr tief im Wald. Wir sind wieder in der Zivilisation und haben Tal erreicht und sind bald beim Parkplatz. Wir haben es gut wieder zurück zum Auto geschafft. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihm einen Daumen nach oben gibst. Du kannst auch den YouTube-Kanal sehr gerne abonnieren, dann verpasst du kein einziges Video mehr und siehst automatisch, wenn ich ein neues hochgeladen habe. Und wenn du die Wanderung aufs Kineck auch machen möchtest, dann schau auf wandernundmehr.at vorbei. Dort findest du dann eine genaue Wanderbeschreibung. Und wir sehen uns beim nächsten Mal und bis zur nächsten Wanderung werde ich mir wahrscheinlich eine Stirnlampe besorgen. Also, ciao! Tschüss! Das ist eh finster. Warte. Na. Ja, schaust du gut aus. Also, wir haben's. Wir sind gut wieder zurückgekommen. Es ist jetzt ca. 19 Uhr. Schon ziemlich lang finster. Das habe ich ja schon gesagt. Ah ja, genau. Ich weiß schon. Nicht Nasenbohr. Ja, wir haben es gut zurückgeschafft zum Auto. Muss ich dir jetzt auf die Nase greifen? Geht's? Warte. Ja, du musst dich da. Ich will ja nicht jetzt so lang leuchten. Das ist ja. Geht's? Die Nasen juckt. Wie lang juckt's noch? Das gibt's ja nicht. Wir haben es gut zurück ins Auto geschafft. Ins Auto.
und ich kriege so Tempete. Wir haben es gut zurück zum Auto geschafft. Wenn dir das Video gefallen hat. Ist das so ein langes M? Jetzt bitte. Jetzt kratzt dich und dann still. Dann macht sie gefuckt.